Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute wird es pink und schwarz beim Junkfood Guru, denn ich habe die neuen KitKat Senses, so ein bisschen sehen die aus wie KitKat Chunkies, haben auch die gleiche Form, aus Russland für euch. KitKat Senses in der Pink Edition mit Erdbeergeschmack und in der Black and White Edition mit schwarzer Waffel. Und hier ist eine pinke Waffel und nein, es ist kein Ruby, sondern ein KitKat Erdbeer. Wie das wohl schmeckt, ich bin wirklich sehr gespannt. Die sehen schon mal von der Verpackung her sensationell aus. Und ich habe schon einige KitKats aus dem Ausland hier getestet, auch schon aus Russland. Und manchmal kommen die ja auch zu uns. Das ist so ein kleiner Blick in die Zukunft. Und wenn ihr am Ende des Videos sagt, meine Güte, die sind so geil, die will ich unbedingt auch testen, man kann die im Internet bestellen. Ich glaube, wenn ihr danach googelt, KitKat Black and White Edition, dann findet ihr die auf jeden Fall. Und vielleicht schmeckt es ja auch gar nicht so geil. Man weiß es nicht. Also gerade Erdbeer finde ich in Schokolade immer mega süß, sehr, sehr kritisch. Und Black and White, da muss ich an das Lion denken, an das Lion Black and White. Und das war leider eine Katastrophe. Also nach heutigen Maßstäben, das Lion, wenn ihr das irgendwo seht, Black and White, mein Geschmack war es nicht, sage ich nur. So, jetzt schauen wir mal, wie das denn aussieht. Ist das denn wirklich schwarz? Oder ist es einfach nur etwas dunkler? Es ist, wow, auf jeden Fall marmoriert. Und das finde ich schon mal, oh Gott, das können die so schön bei KitKat. Wow, ist wie ein kleines Kunstwerk. Ich muss es ganz schnell aus den Händen legen, denn hier ist es auch ein bisschen warm noch. Sommerliche Temperaturen. Und jetzt packen wir mal das pinke KitKat aus. Und ich denke so, huch. Und das sieht so, das sieht auch wunderschön aus. Ich meine, sind die echt zu schade, um zu essen, ihr Lieben. Ich zeige euch mal direkt eine Großaufnahme. Und hier haben wir das pinke KitKat mit Erdbeergeschmack und es riecht auch total wie Erdbeermilch. Und diese Marmorierung ist wirklich so wunderschön. Da kann ich mich kaum von lösen, weil es echt so toll gemacht ist. Die marmorierten KitKats sind echt immer wieder ein echter Hingucker. Und hier haben wir das in der Black Edition. Sieht aus wie diese Bonbons, die man früher, die gibt es glaube ich auch noch. Diese Bonbons mit leichtem Schokoladengeschmack, die man, ich, als Kind habe ich die gerne gelutscht. Ihr wisst, was ich meine, oder? Es gibt so Bonbons, die so aussehen. Und hier ist sogar eine schwarze Waffel, ganz dunkel, zusammen mit der normalen KitKat-Waffel. Und ich bin super gespannt, wie die beiden optisch richtig schönen KitKats denn so schmecken. Optisch ein echter Hingucker, aber es muss ja auch schmecken. Und es schmeckt schon sehr erdbeermäßig, künstlich süß. Zum Glück fängt die kräftige weiße Schokolade so ein bisschen auf. Aber es bleibt schon eine sehr, sehr süße Angelegenheit. Muss man mögen, ihr Lieben. Und noch ein bisschen mehr gekühlt aus dem Kühlschrank. Dann geht das, glaube ich. Wenn man es wirklich super süß mag, probiert es aus. Mir ist es ein Tacken too much. Weiter geht's mit dem KitKat Black and White. Hat keinen definierbaren Geruch. Echt nicht. Ganz spannend. Ich muss ein bisschen schmatzen jetzt, um den Geschmack hier rauszukitzeln. Schmeckt mir besser als das KitKat Erdbeere, auch wenn es weniger Geschmack hat. Aber es ist nicht so übertrieben süß. Und es scheint so eine kleine herbe Note im Abgang zu haben. Das heißt, das, was das Auge suggeriert, dass es ein bisschen nach dunkler Schokolade schmeckt, obwohl es ja hier Vollmilch ist, wird eingehalten. Schmeckt lecker, muss ich sagen. Schmeckt echt wirklich lecker. Kann man sich mal gönnen. Aber dafür würde ich nicht um die halbe Welt reisen. Gibt es einige Produkte, für die ich um die halbe Welt reisen würde? Vielleicht Schokobons Crispy aktuell wieder. Nicht ganz lecker. Oder KitKat mit Peanut Butter. Aber das gibt es ja auch in Deutschland. Deswegen muss man dafür nicht um die halbe Welt reisen. Das finde ich nämlich wirklich sensationell geil. Das KitKat mit Erdbeere, das pinke Senses Edition aus Russland. Ja, 7 Punkte. Ist mir echt zu süß.
Aber kann man immer noch ganz lecker essen durch die weiße Schokolade. Und das in der Black Edition ist gar nicht mal so schlecht, aber nichts Besonderes. 8 Punkte. Wie ihr seht, nichts verpasst, aber trotzdem optisch war es ein Highlight, oder? Ich gucke mir die Dinger so gerne an und essen kann man sie auch. Ist auch schön. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss!